Zwickau braucht Punkte. Der gute Saisonstart droht schon etwas in Vergessenheit zu geraten. Und auch in Duisburg, wo Oerdingen ja seine Heimspiele austrägt, wird mit einem 20-minütigen Stimmungsboykott seitens der Fans protestiert. Gegen die ihrer Meinung nach wachsende Kluft zwischen Anhängern und Verbänden sowie zunehmender Kommerzialisierung. Diese trostlose Stimmung auf den Rängen schwappte auch auf das Feld. In Durchgang 1 gibt es kaum sehenswerte Chancen. Bezeichnend aus Zwickauer Sicht ist dieser Angriff kurz vor dem Halbzeitpfiff, bei dem Kevin Hoffmann aber den besser postierten Ronny König übersieht und die Chance entsprechend verpufft. Schön, dass es zwei Halbzeiten im Fußball gibt und die zweite wird deutlich attraktiver. 5 Minuten sind gerade gespielt, da erobert sich Zwickau den Ball mit aggressivem Pressing und Christian Bickel hat einen Geistesblitz. Statt mit links chippt er den Ball frech mit rechts, aber knapp neben das Tor. Von den hochambitionierten Oerdingern ist nach wie vor so gut wie nichts zu sehen und Zwickau bekommt nach 66 Minuten die Ecke. Wachsmuth nickt ein. Zur Führung bereits der 5. Saisontreffer von Toni Wachsmuth. Mehr hat keiner in der Liga und nach 4 Elfmetern klappt es jetzt auch mal mit einem Treffer per Kopf, weil unter anderem der Ex-Erfurter Erb nicht bei Wachsmuth war. Oerdingen angestachelt, wirft jetzt alles nach vorne, will den Ausgleich und kommt auch zum Ausgleich durch Aigner. Der Antonitsch überspringt Wachsmuths spektakuläre Rettungsaktion, kommt zu spät. Und nur 5 Minuten nach dem Zwickauer Führungstreffer gleichen die Gastgeber aus. Wer nun denkt, Zwickau zieht sich zurück, um das 1:1 ins Ziel zu retten, sieht sich getäuscht. Frech geht es nach vorne und dieser Mut, der wird belohnt. Durch Antonitsch, der beim Gegentor nicht gut aussah, trifft zum ersten Mal in dieser Saison. FSV-Trainer Joe Enox muss mit seinem Team noch weniger Augenblicke überstehen. Aber Oerdingen bekommt noch eine allerletzte Chance zum Ausgleich. Durch Aigner, aber Matti Kamens pariert glänzend und hält den Sieg fest. Oerdingen verliert nicht nur das Spiel, sondern auch mit Gelb-Rot kurz vor Ende noch Johannes Dörfler. Was bleibt, ist ein verdienter Sieg der Zwickauer, die zum ersten Mal seit Februar dieses Jahres wieder auswärts 3 Punkte holen.